Und wieder ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren aktuellen Ausgabe und Folge des Business Doc Podcasts, der Arzt als Unternehmer. Der Business Doc Podcast ist nur für euch. Wir machen diesen Podcast, damit wir euch weiterhelfen auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps, praktischen Hinweisen. Wir behandeln immer wieder Themen außerhalb der klassischen Medizin. Und auch als erfahrener und etablierter Arzt und Unternehmer gibt es hier immer wieder kostbare Hinweise für die Arztpraxis und für das eigene Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Und mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, heute wieder einen ganz spannenden Interviewgast. Ich freue mich, dass diese Palette an oder die Reihe an interessanten Interviewgästen nicht abreißt. Es ist wirklich ganz, ganz toll, wie viele Menschen ich in den letzten 18 Monaten jetzt fast schon in Verbindung gekommen bin und welche tollen Kontakte wir geknüpft haben. So wie diesmal auch ein junger Arzt aus Berlin, Dr. Alvar Mollik, ein wirklich besonderer junger Mann, der das Thema Achtsamkeit in der Medizin und für den Arzt zu seinem Thema gemacht hat. Mit ihm spreche ich heute, möchte ihn aber noch mal kurz persönlich vorstellen und sage dann noch ein paar Worte zu Alvar Mollik. Dr. Alvar Mollik ist angehender Kopf-Hals-Chirurg in Berlin. Er kennt den Stress und die Herausforderungen, denen Ärzte Tag für Tag ausgesetzt sind. Seit dem 16. Lebensjahr bildet er sich selbst im Meditieren fort. Neben seiner Morgenroutine mit Dankbarkeitsübungen meditiert er täglich, unter anderem auch in buddhistischen Zentren, im Kloster und am liebsten am Meer. Seine Mission ist, anderen Freude und Energie zu schenken und sie mit positiver Energie anzustecken. Mit Mindful Doctor, das ist sein Thema, diese Initiative hat er gegründet mit anderen Ärzten zusammen. Mit Mindful Doctor möchte er einen Workshop und Konferenzen Ärzten die Möglichkeit bieten, sich mindful, also achtsam weiterzuentwickeln und dies im hektischen Krankenhausalltag umzusetzen. Er wünscht sich mehr Resilienz und Stressreduktion für Ärzte. Dr. Alvar Mollik fragt sich, was einen guten Arzt ausmacht. Wie können wir Organisationsstrukturen in Krankenhäusern innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten? Wie kann man nachhaltig im Krankenhaus integrieren? Welche Werte zählen im Krankenhaus in der digitalen Transformation? Und wer heilt eigentlich den Arzt? Super spannende Fragen. Genau diese Fragen werde ich ihm heute stellen. Und ich weiß, es gibt tolle Antworten darauf. Diese Mindful Doctor Konferenz findet auch statt. Da sprechen wir im Interview noch etwas ausführlicher drüber. Vielleicht können wir auch noch ein paar Karten verlosen beziehungsweise zu einem Special Preis abgeben. Das alles hört ihr jetzt im neuen Business Doc Podcast mit Dr. Alvar Mollik. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Doc Podcasts. Ich freue mich heute, einen besonderen Gast mit im Boot zu haben, Dr. Alvar Mollik aus Berlin. Ich habe ja gerade im Intro schon die offizielle Vorstellung gemacht. Alvar, ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen erstmal und wir steigen ein mit der Frage, wer ist Alvar Mollik? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, hi, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich schon sehr auf diese nächste Zeit mit dir, Olli. Und wollte dir erstmal Danke sagen für deinen Content, den du bietest. Du bereicherst natürlich hier den Health-Sektor und hast spannende Leute immer eingeladen. Ich höre das total gerne. Und ja, mach weiter so. Ich bin gespannt, was da noch alles passiert. Ich habe ja schon so ein bisschen mitbekommen. Ich freue mich auf jeden Fall, da weiter mit dir zusammenzuarbeiten. Und ja, bin gespannt. Ja, ganz lieben Dank. Genau. Ich bin selber 34 Jahre alt, wohne jetzt seit 4 Jahren in Berlin wieder und habe 3 Geschwister, komme eigentlich aus Unna, einer ganz kleinen Stadt bei Dortmund, so eine Heidewelt am Naturschutzgebiet. Und genau, meine 3 Geschwister, mit denen bin ich aufgewachsen, in so einem schönen Haus, alles hat funktioniert und bin dann vor 13 Jahren in den Gesundheitssektor gegangen, also ins Krankenhaus, habe in Berlin als Gesundheits- und Krankenpfleger angefangen, hatte da eine richtig gute Zeit und bin dann nach Leipzig gegangen, um Medizin zu studieren. Sehr, sehr gute Universität, die kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Mhm. Die haben hohe Ansprüche an ihre Studenten und ist auch eine sehr tolle Studentenstadt. Und bin dann nach Essen gegangen, um da weiter zu studieren und habe in Spanien, in Barcelona, noch mein Erasmus gemacht, um natürlich auch noch ein bisschen Spaß mitzunehmen in dem Studium, was natürlich einige Energie erfordert. Und genau, bin
dann zur Meditation gekommen, da sprechen wir gleich auch noch mal kurz drüber, mit 16 Jahren, das war ein intensives Erlebnis, da meinte der Lehrer, ja, setz dich einfach mal aufs Kissen, da passiert nicht so viel, aber das war schon sehr intensiv und ich habe das dann wieder aufgegriffen, als ich nach Leipzig gezogen bin, da habe ich dann 14 Tage im buddhistischen Zentrum übernachtet und da kam ich dann wieder in Berührung mit Meditation und auch mit dem Stefan, der war Anästhesist. Und der hat mir auch Strukturen gezeigt, wie man in dem Studium besser klarkommt, indem man halt einen Ausgleich schafft in seinem Alltag. Mhm. Du hast gesagt, du kommst aus Unna, ist ja ganz in der Nähe hier. Der Podcast ist ja auch ein Ruhrgebietspodcast sozusagen. Mhm. Also ich bin ja Dortmunder beziehungsweise arbeite in Essen. Deine Familie, hast du Berührung gehabt vorher schon mal zum Thema Medizin? Du hast gesagt, du bist mit deinen Geschwistern groß geworden, sind deine Eltern irgendwie aus dem Segment? Also meine Eltern sind beide Architekten, die haben sich im Studium kennengelernt, daher auch der Name Alva von Alva Alto und mein Bruder heißt Ero von Ero Sarin. Also das sind gar keine Mediziner und meine beiden Schwestern sind, die eine ist Lehrerin und die andere arbeitet im Ministerium. Mhm. Und daher aus Familienseite gar keinen Kontakt eigentlich mit Medizin. Mein Opa, der war Unternehmer. Der hatte ja ein Bauunternehmen und hatte dann 16 Seniorenresidenzen aufgebaut in Deutschland. Und der hat mir immer gesagt, dass der Bereich mit alten Menschen aufgrund des demografischen Wandels immer attraktiv ist und ein interessanter Bereich ist. Also der war auf jeden Fall einer, der mir da so den ersten Input immer wieder gegeben hat. Ja. Der war übrigens auch ein sehr interessanter Mann, weil er sich jedes Jahr fortgebildet hat. Also selbst mit 70 Jahren ist er immer noch jedes Jahr auf Fortbildung gegangen. Und das hat er mir auch ans Herz gelegt. Das habe ich auch übernommen. Also guter Einfluss auf jeden Fall von der Seite. Absolut. Und mein Vater auch, er im unternehmerischen Bereich, hatte ein Hotel- und Architekturbüro. Und da gab es auch keinen Einfluss, was jetzt Medizin angeht. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass sich das so ein bisschen geprägt hat? Also auch für deine Arbeit jetzt im Krankenhaus? Ich meine, du bist noch im Krankenhaus. Du hast ein langes Studium hinter dir, bist jetzt in der Facharztausbildung, ist richtig, glaube ich. Ne? Und genau. Du hast ja auch noch einen langen Weg als Mediziner vor dir, wie der auch immer aussieht. Hast du schon eine Vorstellung, wie du dich entwickeln wirst und willst in der Zukunft? Hast du vor, in die eigene Praxis zu gehen? Hast du vor, im Krankenhaus zu bleiben? Also ich bin jetzt seit 5 Jahren im Krankenhaus als Arzt tätig und ich liebe die Arbeit mit den Patienten. Also auch die Nachtschichten machen mir sehr viel Spaß, weil das immer wieder Herausforderungen sind. Das sind neue Patienten. Man muss zwischendurch auch mal in OP rennen und das sind schon tolle Herausforderungen. Wie sich das jetzt alles entwickelt, also ich möchte schon weiter operieren, als Chirurg tätig sein und trotzdem unternehmerisch arbeiten, weil mir das sind andere Herausforderungen, wo man seine Kreativität ein bisschen mehr ausleben kann. Die sind im OP-Saal natürlich nicht so gefragt. Und ich mache jetzt Ende des Jahres meinen Facharzt und dann habe ich verschiedene Pläne. Da muss ich aber erstmal schauen, wo es hingeht. Also da erwarte ich jetzt mal auch so ein bisschen ab, was die Konferenz ergibt und ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall im Moment in dem Krankenhaus, wo ich arbeite. Ja, toll. Man merkt ja das auch an. Wir haben ja auch im Vorfeld schon ein bisschen miteinander gesprochen, dass sich die Arbeit im Krankenhaus nicht nur fordert, sondern auch fördert. Also du dich fasst das sehr an. Du beschäftigst dich auch sehr mit dem Thema der Medizin, mit deinen Patienten und so weiter. Und das ist eine schöne Brücke vielleicht zu dem, was wir grundsätzlich ja heute auch noch besprechen wollten. Das ist ja die, ich nenne es jetzt mal Initiative, vielleicht Verein, den du gegründet hast. Das ist die Mindful Doctors oder Mindful Doctor, wo du sagst, das Thema Achtsamkeit in der Medizin oder auch der Umgang Arzt-Patient, aber auch der Arzt mit sich selbst, ist ein Thema für dich. Wie bist du darauf gekommen? Und wenn wir jetzt den Weg zum unternehmerischen Dasein mal fragen, vielleicht 2 Fragen zusammen schon, ist das dieser Teil der Kreativität, den du jetzt schon ausleben kannst und willst mit einer solchen Initiative? Ja, definitiv. Also ich musste ehrlicherweise sagen, ich habe immer vor dem Nachtdienst und nach dem Nachtdienst viel Zeit. Mhm.
Und natürlich habe ich hier auch viel Optionen in Berlin, also Berlin zu erleben. Und mag das aber in dieser Zeit halt was zu kreieren. Und die Idee der Mindful-Doktor-Konferenz, die ist jetzt schon seit 3, 4 Jahren in meinem Kopf, weil ich Freunde habe, die das im unternehmerischen Sektor implementieren. Also Mindfulness und Persönlichkeitsentwicklung, das Growth-Mindset in die Unternehmen bringen. Und da kam dann die Idee, letztes Jahr mit Johanna Werner zusammen auf dem Entrepreneurship Summit in Berlin, wo es halt auch um andere Organisationsformen geht, also nachhaltige Organisationen oder Startups aufzubauen, kam die Idee, halt eine Konferenz zu machen, die Themen, die uns interessieren, zu vereinen. Und das liegt zum einen natürlich daran, dass im Studium beginnst du mit einem Idealbild. So, wie könnte das aussehen? Du hast so ein Arztbild, vielleicht ein bisschen aus dem Fernsehen und so in deinem Kopf. Und dann, also du möchtest in die Klinik gehen, um zu heilen und dem Patienten zu dienen. Und natürlich ist das alles in der Realität so ein bisschen anders, was natürlich irgendwie immer so ist. Und was uns jetzt begegnet, sind ja überfüllte Ambulanzen, zunehmende administrative Aufgaben, die an uns abgegeben werden und auch durch die Digitalisierung noch keine Entlastung geschaffen haben. Also viele Computerarbeit, die einfach noch verbessert werden muss, und sind starre Hierarchien, die wir so auch vielleicht nicht mehr gewohnt sind, und wir haben wenig Zeit für den Patienten, und da ändern sich einfach, da crashen Werte aufeinander, die in Frage gestellt werden können. Und hier ist auf jeden Fall die Kreativität, die man dann in so einer Konferenz einbauen kann. Also die lebe ich hier aus, ja, kann man schon so sagen. Ja, also das ist eine Konferenz, vielleicht sagen wir das nochmal, die findet am 23. 24. August in Berlin statt. Eine Konferenz, die ihr gemeinsam ins Leben gerufen habt. Du hast gerade gesagt, es gibt 2, 3 weitere Initiatoren bzw. Gründer von Mindful Doctor. Was passiert auf der Konferenz? Warum oder beziehungsweise wie kann ich als Arzt sagen, ich interessiere mich dafür, und warum dieses Thema Achtsamkeit als besonderer Schwerpunkt dieser Konferenz? Ja, also die Konferenz, die Mindful-Doktor-Konferenz, ist quasi die Alternative für die Ärzte, die nicht mehr auf die Medimeisterschaften gehen wollen. Das ist so ein Fußballturnier, was jedes Jahr stattfindet. Und für Ärzte, die sich persönlich weiterentwickeln wollen. Und wir wollen einen Rahmen schaffen, um Kliniken zu einem attraktiveren Arbeitsumfeld zu machen. Und wir haben die Konferenz auf 3 Säulen stehen. Und zwar ist das einmal das Mindset, die Kommunikation und den Wandel. Und ja, ich möchte mal kurz was zu den 3 Säulen sagen. Also Albert Einstein hat ja gesagt, dass die bedeutsamen Probleme nicht auf derselben Ebene des Denkens gelöst werden können, wie auf der wir sie geschaffen haben. Und das heißt, wir müssen uns weiterentwickeln und mit Meditation, also mit Änderung des Mindsets, oder mit Meditation können wir unsere Gedanken, Gefühle und auch unser Verhalten beobachten. Das heißt, das hilft halt, um Abstand zu nehmen und zu gucken, was passiert eigentlich gerade, wie spreche ich und was geht in mir vor, also wie fühle ich mich gerade hier in diesem Umfeld. Thema Kommunikation, was wir behandeln auf der Konferenz, ist halt die, ich möchte also die Bedeutung, die Macht der Worte sozusagen herausstellen. Also es gibt teilweise toxische Kommunikation zwischen Ärzten, aber auch zwischen Arzt und Pfleger. Beispielsweise, du kannst ja mit Worten verführen, wie in der Werbung. Du kannst mit Worten aber auch zerstören, wie im Dritten Reich. Also Hitler, der hat ein ganzes Land sozusagen mit seinen Worten in die falsche Richtung getrieben. Und du kannst mit Worten trennen und Traurigkeiten und Krankheiten auslösen, aber du kannst auch mit deinen Worten Menschen liebevoll vernetzen
und wertschätzen, kommunizieren. Mhm. Und das wollen wir auch auf der Konferenz thematisieren mit einem Workshop zur gewaltfreien Kommunikation mit Regina Reinwald zum Beispiel, die wirklich sonst mit sehr wichtigen Managern auch zusammenarbeitet, also sehr gefragt ist in diesem Bereich. Und das Dritte ist der Wandel, also der Change. Ich habe ja schon den Wertewandel angesprochen, die den Generation Y oder die nächsten, die sind anders aufgewachsen und es gibt immer wieder natürlich Probleme. Jede Organisation oder jedes Unternehmen hat Probleme und wir suchen oft die Lösung da draußen. Also wir zeigen auf die Politik. Mhm. Nur wenn wir glauben, dass das Problem da draußen ist, dann ist sozusagen dieser Gedanke das Problem. Also wir müssen sozusagen bei uns selber im Team oder in uns selber und dann im Team anfangen, also von klein an sozusagen. Und deswegen ist der Untertitel auch Healing Hospital from Inside. Auch wenn das grammatikalisch nicht ganz richtig ist, müsste eigentlich heißen Healing Hospital from the Inside, aber das ist wie so ein Slogan. Mhm. Und genau, wir wollen den Menschen auf dieser Konferenz diesen proaktiven Zugang zeigen von innen nach außen und dem Arzt in den Rahmen schaffen, einfach sich auszutauschen. Es kommen ganz tolle Speaker und tolle Workshop-Leiter nach Berlin am 23. und 24. August. Ja, wir werden auf jeden Fall eine Verlinkung natürlich nochmal auch in die Shownotes machen, dass jeder sofort draufgehen kann, auf eure Seite kommt, sich über die Veranstaltung selbst nochmal informieren kann. Ich habe gerade so viele Sachen im Kopf, ein paar habe ich mir aufgeschrieben von dem, was du gerade gesagt hast. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen, weil ich das so wertvoll fand, dass du die drei Säulen beschrieben hast nochmal. Das Thema Change und Wandel, das ist ja, hast du gerade richtig beschrieben, eigentlich überall im Moment ein Riesenthema. Aber die Frage ist ja immer, woraus kommt der Wandel? Meine erste Frage zum Thema Wandel: Siehst du da ein Generationenproblem? Also siehst du, dass Mediziner, mit denen du zusammenarbeitest, die älter sind, die länger in der Klinik sind, die sich das, ich sage das jetzt mal einfach vielleicht ein bisschen provokativ, auch belächeln, was du tust, was ihr da tut? Also habt ihr da einen Konflikt oder erfährst du tatsächlich Zuspruch? Rennst du offene Türen ein und viele sagen, endlich macht's mal jemand? Also ich habe jetzt noch nicht kein negatives Feedback bekommen und ich habe schon mit Chefärzten darüber gesprochen und wir haben ja auch Chefärzte, die zur Konferenz kommen, also Professoren. Genau. Und auch bei den Assistenzärzten stößt das auf positives Feedback. Also letztendlich treffen wir damit schon den Zahn der Zeit und Zahn der Zeit. Ja. Wir wissen auf jeden Fall, was du machst. Alles gut. Und das sind Themen, die einfach natürlich zusammenkommen und das spürt auch jeder. Also wir sehen jetzt schon zum Beispiel, dass Arbeitszeiten anders aufgeteilt werden. Also viele Frauen, die rausgehen, schwanger sind und zurückkommen, die dann in Teilzeit zurückkommen. Das sind moderne Ansätze. Mhm. Und natürlich spürt auch jeder Chefarzt, dass die Digitalisierung halt alles verändern wird. Und der Professor Werner hat ja auch gesagt, dass wir halt vor dem größten Wandel aller Zeiten stehen, auch in der Medizin. Ja. Mhm. Und wir uns das natürlich noch nicht ganz vorstellen können. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Medizin das alles noch so ein bisschen noch nicht so präsent ist und die Vorbereitung darauf noch so ein bisschen hinterherhängt. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Also ihr habt ja zum Beispiel, du hast jetzt angesprochen, Professor Dr. Jochen Werner kommt, der ja für das Thema, finde ich, wie im Augenblick kein Zweiter in der Branche, gerade als Klinikchef, ich weiß gar nicht, wie ich auf Hotel komme, weil das schon so smart ist bei dem wahrscheinlich alles, dass er einen Hotelcharakter hat mittlerweile. Dann habe ich gesehen, dass der Professor Dr. Tobias Esch auch da ist, also der ja auch an der Uni Wittenherdecke tätig ist und der sich auch mit dem Thema Wandel, emotionale Intelligenz und so weiter beschäftigt. Und das ist ja auch sehr, sehr, sehr federführend da ist, was das angeht. Dann habt ihr die Frau Dr. Angelika Geißler auch da. Also das sind eure drei Haupt-Keynote-Speaker. Die ist ja auch genau in dem Segment unterwegs. Da geht es ja auch
Ich habe ein schönes Zitat von der gesehen, gelassen im Chaos des ärztlichen Alltags zu bleiben. Also das sind ja alles Themen, wo man auch Vorbilder, nämlich diese drei zum Beispiel, mit auf den Weg nimmt, die etabliert sind, die zeigen kann, ja, da muss was stattfinden, weil so wie im Augenblick Medizin praktiziert wird, systembedingt praktiziert wird, kann es nicht weitergehen, weil da leidet nicht nur der Patient, nicht nur vielleicht irgendwann die Qualität, sondern eben auch der Arzt. Und deshalb ist es für mich immer so spannend zu erleben, die Frage nach dem Generationenkonflikt. Ich erlebe ja viele Ärzte, auch niedergelassene Ärzte, das ist ja unser Thema, also das Thema ambulante Versorgung, die sich mit den Themen eben viel zu wenig auseinandersetzen, weil sie vielleicht nicht das Umfeld haben wie in einem Krankenhaus, wo ich mit Kollegen darüber reden kann. Viele sind ja dann in ihrer Praxis täglich, erleben eben die Patienten, die mit ganz anderen Problemen kommen. Ist denn die Mindful-Doctor-Konferenz nur für Klinikärzte gedacht oder kann eigentlich jeder dahin kommen, den das Thema interessiert? Also primär kann da jeder Arzt hinkommen. Mhm. Wir thematisieren wirklich die Ärztegesundheit. Mhm. Und das ist eine Konferenz, die halt anders ist als andere, die konservativen Medizinkonferenzen, wo es viel um Fakten geht. Also natürlich macht man da auch Connection. Bei uns geht es darum, dass der Arzt wirklich Erfahrung mitnimmt aus dem Bereich Meditation. Also er lernt bei Professor Geisler zum Beispiel oder einem MBSR-Lehrer, den wir da haben, Matthias Google, zu meditieren. Und wir haben aber auch Bewegungsmeditation bei Stefane Sekin, der macht Qigong. Und es gibt großartige Chirurgen in Japan, die täglich Qigong machen und das sind halt, die gehören zu den besten Chirurgen. Das ist natürlich in Deutschland aus kulturellen Gründen noch nicht so angekommen, aber wenn ich Qigong mache und danach operiere, merke ich, dass man da einfach anders, ganz sanft arbeitet. Mhm. Und wie gesagt, die Kommunikation, die ist natürlich auch für einen Praxisarzt mit seinen Mitarbeitern ganz wichtig, weil ich denke, da kann man sich immer weiterentwickeln. Im Studium wird das ja ganz minimal angeschnitten. Wie teile ich einem Patienten zum Beispiel Bad News mit, also schlechte Nachrichten? Ja. Mhm. Da kann man immer wieder an sich arbeiten, sich beobachten und dadurch natürlich auch ein besserer Arzt werden. Also wie findet der Patient jetzt diese Nachricht? Und das sind ja teilweise 2, 3 Minuten oder 5 Minuten, die man hat und man zieht dem Patienten, reißt den Boden unter seinen Füßen weg. Und wenn man da einfach mit den richtigen Techniken, mit emotionaler Intelligenz zum Beispiel, arbeiten kann, kann man da viel erreichen. Du hast ja schon angesprochen, also der Professor Werner, der Digitalisierung und Menschlichkeit anspricht, und der Tobias Esch, der mit Mind-Body-Medizin wirklich auch in Harvard studiert hat und viel geforscht hat und ein Buch über den Selbstheilungscode geschrieben hat, möchte ich noch Munira Latrage erwähnen, die bei Google gearbeitet hat und jetzt selber die Organisation in ein Unternehmen eingeladen wird und hier auch eine Art von anderen Mitarbeit und Zusammenarbeit fördert und den Unternehmen beibringt und da wirklich sehr viel unterwegs ist. Und Tina Petersen kommt als Moderatorin. Ja. Und da kann ich auch empfehlen, sozusagen den Podcast zu hören von ihr, Healthy Dog, weil die genau auch wie wir die Ärztegesundheit in den Fokus stellt. Und genau, auf die freue ich mich auch ganz besonders, dass sie dabei ist, weil sie auch immer wieder tolle Interviewgäste hat und wo es genau darum geht, da sind Ärzte, die halt auch neben der Arbeit Ausgleich schaffen mit verschiedenen Themen. Auch eine Frau mit unglaublich viel Energie, ne? Also Wahnsinn, wenn ich habe mit ihr gesprochen letztens, du hast ja uns ja zusammengebracht, vielen Dank nochmal dafür. Wir haben auch schon einen Podcast-Termin vereinbart und sie wird auch demnächst hier im Business Talk Podcast zu hören sein. Eine Frau mit unglaublich viel Energie, die auch mit sehr viel Leidenschaft der ganzen Sache beiwohnt und sie sich immer wieder sehr viel persönlich da einbringt, weil sie einfach von der Sache, von dem, was sie da tut, sehr überzeugt ist. Und das ist ja auch was, was dich auszeichnet und was die Konferenz auszeichnet. Das finde ich immer wieder unglaublich
sympathisch, aber eben auch, man könnte sich ja überlegen, diese Frage stelle ich ganz oft in diesem Podcast, weil ich ja nur mit Menschen spreche, die immer die Extrameile gehen, die immer mehr machen, als sie eigentlich müssten im Leben, ja, die nicht nur ihren Job machen, sondern die eben immer diesen kleinen Schritt mehr gehen. Also du bist ein junger Mann, du lebst in Berlin, du hast viel gesehen von der Welt, du könntest deinen Job machen, könntest sagen, ich möchte mich als Arzt entwickeln. Das ist die eine Seite, das tust du ja sowieso, aber du sagst eben auch, ich gehe jetzt aus der Komfortzone raus, ich gehe den nächsten Schritt und kümmere mich nicht nur um mich, sondern kümmere mich um Kollegen und kümmere mich um Teile des Gesundheitssystems. Und das ist unglaublich bemerkenswert, denn jetzt könnte man immer sagen, was bewege ich denn damit, weil das bin ja nur ich und ich ist nur klein, aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Das, was du mit deinen Kollegen, mit den Speakern, mit den Teilnehmern ja bewirkt in so einem Moment, ihr stoßt etwas an, was allen helfen kann und insbesondere der richtigen und guten Patientenversorgung zugutekommt und damit ist wieder allen geholfen. Und deshalb ist das so unglaublich wertvoll, was ihr da tut. Und deshalb nochmal vielen, vielen Dank. Auch nochmal an dieser Stelle für dein Engagement. Und das sage ich nicht einfach so. Ich finde das immer wieder bemerkenswert und deshalb auch finde ich es nur konsequent und sinnvoll, dich hier im Podcast zu haben, damit du auch über dieses Projekt berichten kannst. Ne? Ich habe mir 2-3 Fragen aufgeschrieben, die ich in deiner Vorstellung auf der Mindful Doctor Konferenz Seite gefunden habe. Ja. Wie kann man Nachhaltigkeit im Krankenhaus integrieren? Das war für mich noch eine spannende Frage. Das hängt ja mit vielen Dingen zusammen. Also gerade, ich weiß nicht, läuft das auf das Thema Organisationsstruktur raus? Läuft das auf das Thema Persönlichkeit des Arztes raus? Also nachhaltig mit sich umgehen, auch zu arbeiten. Spielt da das Thema Digitalisierung eine Rolle? Also das Thema Nachhaltigkeit kannst du natürlich genau in viele Richtungen ausdehnen. Es geht um nachhaltige Arbeit erstmal für den Arzt natürlich, also dass du nachhaltig denkst, also dass du dich nachhaltig ernährst, bewegst, also dann dieser Long-Term-Gedanke eher. Also, also bezogen jetzt auf die eigene Gesundheit meinst du, ne? Zum einen auf die eigene Gesundheit. Aber was mir halt auffällt, ist, dass wir im Krankenhaus sehr viel Müll produzieren. Und also wenn ich einen Patienten aufnehme, habe ich einen Riesenberg von Müll. Nach jeder Operation habe ich 2-3 Müllsäcke voll. Mhm. Und das wirklich auch auf diesem Bereich. Also wie kann man da Müll reduzieren? Also weil sich das natürlich auch beeinflusst. Ich arbeite in einem Umfeld, wo eigentlich gar nicht darauf geachtet wird, wie viel Energieressourcen ich verbrauche und wie viel Müll ich produziere. Und das ist auf jeden Fall ein großes Themenfeld, was noch nicht so thematisiert wird und was in Zukunft sicherlich auf jeden Fall viel mehr ins Zentrum, ob das auf Seiten der Ärzte passieren muss oder auf Seiten des Managements. Aber wir können ja so nicht weiterleben, wie wir jetzt immer mehr mitbekommen, sozusagen, was die Ressourcenverschwendung angeht. Und das bezieht sich auch wirklich auf das Umweltthema. Ja, ja. Dann gibt es eine weitere Frage. Welche Werte zählen im Krankenhaus in der digitalen Transformation? Auch das fand ich spannend, weil auf der einen Seite das Thema Werte ja so ein bisschen kulturell nennt es jetzt mal altbacken sich anhört und dann auf der anderen Seite aber sagt, da ist eine digitale Welt, eine digitale Transformation. Wie passen diese beiden Dinge zusammen und welche Werte sind euch da wichtig? Also da müssen wir erstmal darüber sprechen, sozusagen, wie die Medizin in 10 Jahren aussieht oder wie sich das entwickeln wird oder wie sich das gerade entwickelt. Und das wird sicherlich so sein, dass sich der Arztberuf ändern wird. Also es werden neue Berufsfelder hinzustoßen und wer es als erstes spüren wird, sind sicherlich die Radiologen und die Pathologen. Das heißt, wo künstliche Intelligenz bestimmte Aufgaben übernehmen kann. Und ich bin gestern nach Berlin geflogen und das ist so ein bisschen wie, also der Arzt bekommt einen Autopiloten an die Hand. Mhm. Also der Radiologe wird unterstützt von einem Autopiloten. Das heißt, er wird hier Arbeit übernehmen. Und dadurch wird sich natürlich auch
das Ansehen vielleicht verändern, also weil der Arzt selber einfach ganz viel Unterstützung von Computern bekommt und Softwarelösungen, die den Arzt ergänzen oder vielleicht sogar ersetzen. Und ja, die humanen Ressourcen können in dem Schwung auch gestärkt werden. Also, dass man wieder durch mehr Zeit, die man vielleicht hat für den Patienten, einfach den Menschen mehr ins Zentrum stellt. Und das ist halt so ein Wert, dass wir seelenlose Organisationen wieder mehr zu Strukturen umwandeln, wo es wirklich um den Patienten geht und wo der Patient auch sich mehr um seine Gesundheit kümmern kann. Also wir haben ja Krankenhäuser, die sich sehr viel um Krankheiten kümmern. Nur gibt es natürlich den Ansatz der Salutogenese, dass man viel eher anfängt und hier so eine Art Patientenbeziehung zu fördern, die auch ja langfristig, also da haben wir wieder die Nachhaltigkeit, die Arzt-Patienten-Beziehung fördert und die Gesundheit mehr ins Zentrum stellen kann. Also höre ich daraus, dass du das Thema Digitalisierung durchaus positiv aufnimmst, weil du da sagst, wir können damit erreichen, dass wir mehr Zeit mit dem Patienten verbringen können, die Zeit, die uns vielleicht heute noch fehlt, weil viele Dinge eben noch nicht so eingesetzt werden können, weil viel auch im Krankenhaus, genauso natürlich wie im ambulanten Bereich, einfach laufen muss und läuft, weil viele Dinge noch nicht so systematisch ablaufen können. Also gerade das Thema Umgang mit dem Patienten und eben auch, da steckt ja auch das Thema Präventionsmedizin für die Zukunft dahinter, wo ihr dann vielleicht sagen könnt, wir erreichen den Patienten auf einer ganz anderen Ebene. Also wir können vielleicht auch im Umgang mit den Patienten als Vorbildern fungieren, um zu sagen, du hast gerade gesagt, ne, dieses Thema nicht nur Krankheiten heilen, sondern die Gesundheit erhalten mit diesen Maßnahmen und den Patienten noch informierter machen. Geht das in die Richtung? Ja, also der Patient wird ja immer informierter werden, also durch das Internet, ist ja klar, Wikipedia, Google. Und es wird aber so weit gehen, dass ich zu Hause sitze und Alexa frage, ich habe einen roten Hals, ich habe Halsschmerzen. Alexa ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, wie Ada zum Beispiel, das Startup aus Berlin, was durch die Decke gehen wird. Und Amazon wird mir die Medikamente liefern. Und das wird nicht mehr lange dauern, bis es genauso kommen wird, weil das jetzt hier alles schon so aufgebaut wird in Deutschland oder weltweit. Und, kannst du vielleicht nur noch mal sagen, für die Ada noch nicht kennen, was ist Ada? Na, Ada ist hier ein Startup aus Berlin, was, ich weiß gar nicht, 80, 100 oder 100 Millionen eingesammelt hat und mit künstlicher Intelligenz seit vielen Jahren schon forscht. Und du gibst halt in dein Smartphone deine Symptome ein und Ada sagt dir dann, zu so und so viel Prozent hast du die Erkrankung. Und das ist gerade alles eher so im Aufbau, aber warum geben Investoren so viel Millionen? Weil sie sich da natürlich erhoffen, dass da viel Geld zurückfließt und das wird sicherlich mit Medikamenten passieren, die dann nach Hause geliefert werden. Und natürlich kann auf diese Art und Weise der Arzt entlastet werden, weil die Leute nicht mehr mit den Lappalien, sag ich mal, ins Krankenhaus gehen und da sehe ich schon Potenzial. Aber man muss ja auch sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich die Patientenzahl verdoppelt und in kaum einem anderen Land wird so viel Geld für Gesundheit ausgegeben wie in Deutschland. Nur die Menschen sind auch in keinem anderen Land so krank wie in Deutschland. Ja. Mhm. Lustigerweise habe ich auch gehört, dass Menschen, die nah an einem Krankenhaus leben, kränker sind als Menschen, die halt weiter außerhalb leben. Also da kommt natürlich irgendwie so verrückte Dinge zusammen. Eigentlich. Ja, genau. aber ich hoffe mir natürlich, also ich sehe die Digitalisierung sehr positiv und man muss sie halt richtig nutzen. Und da passieren ganz tolle Sachen, also ganz tolle Startups, die sich da gerade positionieren und warten, dass sich das Recht in Deutschland auch verändert, damit sie Eintritt erhalten. Also gerade Ada ja auch unterstützt durch wirklich sehr, sehr renommierte Wissenschaftler, die da auch mitarbeiten, die mit dem Boot sind. Ich glaube, der Dr. Martin Hirsch ist da auch mit dem Boot, einer, der sich auch sehr mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt und das auch wirklich in Deutschland sehr, sehr vorantreibt. Gibt ja einige andere tolle Beispiele. Auch gerade Berlin ist, glaube ich, natürlich auch ein Start-up-Mekka, gerade für das Thema Medizin. Auch da werden wir hier im Business Talk Podcast noch ein bisschen was
darüber berichten in der Zukunft. Ich möchte noch mal einmal auf das Thema des Arztes eigentlich zurückkommen, also durch die Arbeit des Arztes im Krankenhaus. Wir haben vorhin gesagt, sehr anspruchsvoll, sehr stressig teilweise, viele Nachtdienste. Du bist selber Chirurg, ne? Das heißt ja auch, du bist vielleicht auch häufig einfach mal im Einsatz, wenn du Nachtdienste hast. Die letzte Frage, die mir bei dir in deiner Vorstellung untergekommen ist, war die Frage, und wer heilt eigentlich den Arzt? Und das ist eine richtige Frage, weil an der Stelle natürlich der Arzt so ein bisschen die höchste Anforderung hat, weil er muss im Moment dann da sein, präsent sein, wenn es drauf ankommt. Aber wer hilft ihm, mit dieser Situation umzugehen, auch im Krankenhaus? Ist das der Mindful Doctor, der ihm da hilft, oder die Mindful Doctor Konferenz? Ja, exactly. Also ja, der Mindful Doctor ist sozusagen der Arzt, der selber auch mal eine Pause nimmt. Also ich gebe nur kurz ein Beispiel. Bevor ich operiere, muss ich mich ja 3 Minuten waschen und desinfizieren. Und in diesen 3 Minuten stehe ich halt eh da. Und da atme ich dann und meditiere und gehe kurz die Operation durch, in kurzen Schritten. Und da gibt es auch Studien, die zeigen, dass da weniger OP-Komplikationen entstehen. Und dieses Innehalten und für sich selber zu sorgen, sei es mit Sport, guter Ernährung, Bewegung, Dingen, die dir Spaß machen, das einfach auch den Rahmen zu schaffen oder dir da mehr Zeit zu nehmen, damit du einfach länger funktionierst im Krankenhaus oder in der Praxis, weil nur kurz ein paar Zahlen, 5-10% der Ärzte haben Anzeichen von, also das Vollbild eines Burnouts und 70-80% haben Teilaspekte von Burnout und 20% der Ärzte überlegen halt, den Beruf aufzugeben oder ins Ausland zu gehen. Also das sind viele, viele Menschen, und die haben ja aber aus einer Motivation heraus angefangen. Und es geht gar nicht immer so viel darum, das ganze System zu verändern, sondern eher von dir selber heraus zu überlegen, warum mache ich das eigentlich? Was ist hier meine Mission? Was sind meine Werte und wo möchte ich eigentlich hin? Und da selber für sich Fragen zu beantworten und dann wieder, deswegen mache ich das. Deswegen schiebe ich jetzt hier die Nachtschicht und mache das auch gerne. Und genau da fängt der Mindful Doctor an, dass er für sich auf sich selber achtet. Und wir schaffen den Rahmen, dass man einfach eine Vernetzung mit Ärzten schafft, die sich austauschen. Wie machst du das? Wie kommst du mit dem Stress klar? Und da haben wir wirklich tolle Leute eingeladen, das zu lernen, tolle Workshops. Super. Also nochmal der Hinweis, 23. bis 24.08.2019 in Berlin. Karten gibt es über die Webseite Mindful Doctor, sagt minus, du nochmal? Genau, die Internetseite mindful-doctor.de. Okay. Da sind nochmal die Speaker und die spannenden Workshops. Und die Tickets sind noch zum Early oder Super Early Bird Preis zu bekommen. Ja, das Ganze ist wirklich super billig gerade, weil wir natürlich auch erstmal was aufbauen müssen. Klar. In der Wirtschaft kostet sowas Tausende von Euros. Und also ich besuche solche Kongresse auch in der Wirtschaft, und deswegen das Super Early Bird Ticket ist noch zu haben. Die Preise werden sicherlich jetzt oder gehen jetzt nach oben, und wir haben noch ein paar Tickets. Das Ding wird aber sicherlich bald ausverkauft sein, deswegen nicht zu lange warten. Genau, wir werden das ja auch, der Podcast wird ja ganz kurzfristig ausgestrahlt, also wir beide unterhalten uns jetzt am Freitag, und am Mittwoch der Woche drauf wird ja schon auch ausgestrahlt, sodass auch viele noch die Möglichkeit haben, nochmal auf die Seite zuzugreifen, wenn sie wollen, Lust haben. Alba, super spannend das Thema, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit heute. Am Schluss mache ich immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde, weil ich spannend finde, die gleichen Fragen und unterschiedliche Antworten dazu zu bekommen. Ich lege einfach mal los. Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5-10 Jahren? Ja, zum einen halt die Digitalisierung, die Computersoftware unterstützt und Arbeit entlasten wird. Und zum anderen die Organisationsform wird sich menschenzentrierter verändern. Wir werden vernetzter werden. Die starren Hierarchien werden sich auflösen und wir werden einfach anders miteinander kommunizieren. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit?
Das Thema Gesundheit ist für mich mehr als von der WHO irgendwie das Fehlen von Krankheit. Für mich ist Gesundheit, wenn du viel Energie hast. Und die Energie, die steckt halt in uns selber drin. Wir haben eine unfassbar geniale Maschine, mit der wir rumlaufen. Mhm. Und wir sind wirklich mit allem ausgestattet, um Krankheiten zu heilen. Und das muss nur aktiviert werden. Und da gibt's wirklich so viele Tools, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber es ist alles in uns drin und Gesundheit ist für mich einfach mit dieser Energie zu arbeiten. Sehr schön. Das ist ja auch ein Thema Selbstheilung, hast du ja gerade schon angesprochen, auch wieder ein Thema bei euch auf der Mindful Doctor Konferenz. Welche Eigenschaften sollte der Arzt aus deiner Sicht als Unternehmer haben? Der Arzt als Unternehmer, der muss sich informieren über natürlich die Ökonomie, also die Businesswelt, oder er muss sich Berater holen, die ihm da helfen. Und zum anderen muss er ein Growth Mindset haben, also wachsen, weil sich da draußen alles verändert. Und ich denke, die Ärzte, die ja auch auf dem neuesten Stand der Technik bleiben zum Beispiel, werden vorne bleiben und vielleicht sogar soziale Medien mehr einbeziehen. Aber das, wenn du ein guter Arzt bist, brauchst du das wahrscheinlich gar nicht so sehr. Oh, vielleicht auch wieder ein Zusammenspiel von beidem. Ne? Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, das du empfehlen kannst? Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein Buch gelesen, was mein Denken verändert hat. Das war Reinventing Organization von Frédéric Laloux. Den habe ich auch letztes Jahr auf der Konferenz erlebt. Mhm. Ein unfassbar genialer Mensch, der zeigt, dass die Organisationsform, wie wir sie im Moment haben, sich ändern wird. Der zeigt das anhand von Beispielen, die bereits existieren, an großen Firmen. Er stellt da eine Pflegefirma in Holland vor, die von Jos de Blok geführt wird. Den habe ich vor einer Woche intensiv erleben dürfen und mit dem lange Zeit verbracht. Und der hat ein Pflegesystem in Holland integriert, wo kleine Teams in der Nachbarschaft zusammenarbeiten. Und es ist so toll, dass das mittlerweile in 20% in Holland angewendet wird in den Pflegediensten. Mhm. Und dieser Mann hat das einfach gemacht. Unfassbar genial. Also einfach, was für neue Strukturen möglich sind, in diesem Buch zu lesen, hat mich sehr inspiriert. Schön, sehr schön. Verlinken wir auch auf jeden Fall, machen wir als Buchtipp in die Shownotes. Und gibt es jemanden als Abschlussfrage, den du uns hier, das hast du eigentlich schon gemacht, für den Podcast als Podcast-Gast empfehlen könntest? Genau, also da wird mir jetzt Tina Petersen von Healthy Dog einfallen, die genau. Einfach die Ärztegesundheit in Zentrum stellt und auch, wie gesagt, mit Mindful Doctor kooperiert und uns da jetzt unterstützt. Und super interessante Persönlichkeit, die interviewst du ja sowieso. Und da genau, ja, die haben wir schon. Aber danke nochmal für die Empfehlung. Ja, Alvar, ganz lieben Dank für deine Zeit, für das tolle Interview, für deine Eindrücke, für das, was du tust. Ich habe mir gerade nochmal aufgeschrieben, du hast gesagt, auch in dem Buch steht, einfach machen. Ich glaube, einfach machen ist schon richtig, nicht so viel drüber nachdenken. Ist das richtig, falsch, funktioniert es oder nicht? Ich glaube, wenn Leidenschaft, wenn die Persönlichkeit, so wie bei dir, wie bei euch dahinter steht und man sich selbst mit einbringt, seine Kontakte nutzt, dann kann man ganz, ganz viel bewegen, indem man eine Mission dahinter sieht, indem man vielleicht eine tolle Idee hat. Und ich habe gerade nochmal so gedacht, Mensch, wenn ich mich operieren lassen müsste, dann hoffe ich, dass es jemand ist, der so ist wie du, der mindful ist, der vielleicht auf der Konferenz gewesen ist, weil er vorher sich einfach nochmal ein bisschen Zeit genommen hat und damit auch vielleicht eine bessere Arbeit macht. Für alle, die zugehört haben, zugeschaut haben, ganz vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes oder YouTube. Das ist unglaublich wichtig für uns, damit wir ein bisschen höher im Ranking kommen. So langsam wird es ja auch was damit und damit noch mehr Menschen darüber erfahren, was wir hier tun. Und ja, Alvar, danke nochmal. Bei mir hat der Gast immer das letzte Wort. An die Zuhörer nochmal, bleibt unternehmerisch. Alvar, du darfst die Abschlussworte sagen. Ja, vielen Dank, Olli. Sehr tolles Gespräch. Und ich möchte auf jeden Fall meinem Team von Mindful Doctor danken, weil ohne die wird das natürlich nicht funktionieren. Und ich freue mich ganz besonders mit dem Team, mit tollen Ärzten, die bereits zugesagt haben und sich Tickets gekauft haben und den Speakern einfach in so einem Rahmen im Kleinen, kleine Impulse nach draußen zu senden und
den Healthcare-Sektor ein bisschen besser zu machen. Sehr schön. Wir sehen uns auf jeden Fall in Berlin. Ich werde nämlich auch kommen und bis dahin alles Gute. Tschüss. Ciao.